Arbeitslosigkeit geht runter, BIP geht hoch, Armut geht hoch. Und wir haben direkt wieder ein Dilemma, aber diesmal auf Deutsch. Das heißt, ich muss mir keinen abbrechen, das auf Deutsch zu übersetzen. Gesetz zum Schutz von DarlehensnehmerInnen. Die Inkassobüros waren vermehrt in den Nachrichten zu sehen, denn sie wenden aggressive Methoden an, um Menschen zur Zahlung zu zwingen, die große Geldsummen schulden. Die Inkassobüros gewähren Menschen Kredite, wenn diese von größeren professionellen Unternehmen keine Darlehen erhalten. Es liegt ein Gesetzvorschlag vor, der die Handlungsmöglichkeiten der Inkassobüros einschränkt. Erste Möglichkeit, Aktivität der Inkassobüros beschränken. Diese Büros ziehen Nutzen aus den Schwächsten und Ärmsten unserer Gesellschaft. Sie überreden sie oft dazu, Geld zu vollkommen überzogenen Raten zu leihen, die nie zurückgezahlt werden können. Das ist nichts anderes als Erpressung und die Regierung sollte sofort einschreiten und die Aktivitäten derart skrupelloser Firmen einschränken. Aktivitäten der Inkassobüros nicht beschränken. Niemand zwingt diese Menschen dazu, Geld zu leihen, das sie nicht zurückzahlen können. Schränken wir das Recht der Inkassobüros ein, gesetzmäßige Schulden einzufordern, wäre das kontraproduktiv. Die Menschen müssen aber lernen, nicht über die Stränge zu schlagen und können kaum vom Staat erwarten, ihnen aus der Patsche zu helfen, wenn sie es nicht schaffen. Ja, ich habe eine sehr strenge Meinung dazu und gerade vor den Entwicklungen der letzten zwei Wochen schwillt mir da schon der Kamm bei, besonders bei der Argumentation der letzten Option. Naja, weiß nicht, ob du diese Geschichte mit den Börsengeschichten und GameStop mitbekommen hast. Ja, habe ich mitbekommen und ich muss zugeben, ich habe irgendwann versucht, so aus Wirtschaftsperspektive mir das durchzulesen und ich bin zwischendurch ausgestiegen. Ich habe tatsächlich immer noch keine Ahnung, was da genau passiert ist, wo jetzt genau das Problem liegt und was das jetzt eigentlich gerade ist. Ich habe es versucht, ich verstehe es nicht. Weiß nicht warum, aber ich verstehe es irgendwie nicht. Weil ich nicht weiß, wie diese Börse funktioniert und weil ich gerade jetzt erst mal gecheckt habe, was Leerverkäufe sind. Also das war für mich jetzt schon so ein Durchbruch. Aber wie das alles zusammenhängt und wer dann der Zwischenhändler ist, der beauftragt wird und dann aber vielleicht die Order erst zwei Tage später ausführt. Das ist echt verdammt komplex. Ja, ist es auch. Aber ja, die Leerverkäufe, im Prinzip kann man so zusammenfassen, es gab viele Hedgefonds, die mit diesen Leerverkäufen ja quasi eine Wette abgeschlossen haben, dass bestimmte Aktien fallen werden. Und wie sie die Wette abschließen ist, sie leihen sich die Aktien, verkaufen sie und kaufen sie zurück. Wenn sie sie verkaufen, die Aktie fällt und sie dann zurückkaufen, bevor sie sich die geliehene Aktie zurückgeben, haben sie durch den gefallenen Kurs einen Gewinn gemacht. Und so wetten sie quasi auf den Kursverfall. Leute haben das mitbekommen und haben gesagt, okay, dann treiben wir jetzt den Kurs nach oben. Und das hat einige Hedgefonds an den Rand des Ruins gegeben. Und denen wurde, soweit ich weiß, auch direkt von US-Staatenseite direkt geholfen. Also Bailout, weil das geht ja nicht. Und im Prinzip war es eine Aktion, die auf Reddit lief, aber wer die Player da genau sind, das ist auch so ein bisschen, ich habe so ein paar Sachen gelesen, da hängen auch irgendwie QAnon-Leute mit drin und Gamer und, also nicht, dass Gamer erstmal grundsätzlich was Schlechtes sind, aber auch so Menschen, die bei Gamergate mit dabei sind, habe ich jetzt erste Anschuldigungen, aber man kann ja nicht wirklich sagen, wer das denn war. Es war ein Aufruf auf Reddit, einem sozialen Netzwerk, und die Leute haben halt GameStop-Aktien gekauft und die Wetten der Hedgefonds sind geplatzt. Die hatten nicht mehr das Geld, um ihre Verpflichtungen zu bedienen. Und das ist passiert. Das ist eigentlich eine sehr interessante Dynamik. Es ist alles innerhalb der Regeln des Marktes gelaufen. Nur mal ausnahmsweise, dass quasi eine Graswurzelbewegung dazu geführt hat, dass große Firmen ins Wanken geraten. Okay, also man... Etwas, was so noch nicht vorgekommen ist. Was ich halt interessant das, finde... Ja. Es gibt immer diese Verzögerung zwischen dir und mir, deswegen
Das ist gerade ein bisschen schwierig mit dem ins Wort fallen. Da arbeite ich auch dran. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Nee, ach, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Egal. Ja, aber also da schließt sich dann auch der Kreis, warum ich das jetzt so erzählt habe, wenn ich die letzte Option von dieser Aktivität der Inkassobüros nicht beschränken lese. Weil im Prinzip ist es halt so, die Menschen müssen eben lernen, nicht über die Stränge zu schlagen und können kaum vom Staat erwarten, dass ihnen aus der Patsche geholfen wird. Ist dann halt so, okay, es gibt dann aber dann dieses Missverhältnis von too big to fail, wenn es große Finanzunternehmen sind, die jetzt nicht wirklich an denen jetzt nicht wirklich viele Arbeitsplätze dranhängen, aber sehr viel Kapital. Hilft der Staat, aber bei den Kleinen, die sich auf solche Sachen, da finde ich, müssen wir regulieren und deswegen wäre ich ganz stark dafür, die Inkassobüros zu beschränken. Mhm. Guten Abend, Pingu. Hallo. Also was die Größe betrifft, wem wird geholfen oder wem nicht in bestimmten Situationen? Ich glaube, es ist schlussendlich einfacher, 100 Millionen an ein Unternehmen zu geben, als an 10 Millionen unterschiedliche Unternehmen, die alle völlig unterschiedlich organisiert sind. Also ich kann an sich schon nachvollziehen, wo jetzt das komplexe Problem ist. Was jetzt aber hier bei diesem spezifischen Fall mit den DarlehensnehmerInnen noch dazukommt, ist es halt eine andere Perspektive auf die Rolle des Staates und die Freiheit des Individuums. Diese zweite Variante, die einfach sagt, ey, Mensch ist seines Glückes Schmied, ich bin selber dafür verantwortlich oder jeder Einzelne ist selber dafür verantwortlich, ob da jetzt was gut läuft oder nicht. Und die lesen alle, die sehen ja, was sie da unterschreiben und wenn es schief geht, so. So kann man das sehen. Nichtsdestotrotz sehe ich das halt anders. Und da sind wir, glaube ich, beide grundsätzlich ganz nah beieinander. Das hat aber insbesondere was damit zu tun, auch wie das hier beschrieben ist, dass gezielt auf diejenigen, von denen man weiß, dass sie nicht so gut informiert sind, dass man gezielt diese Leute rausgreift. Und das ist das Problem. Also man kann trotzdem irgendwie diesen liberalen Freiheitsgedanken haben. Was mich stört, ist aber, dass das Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, sich genau diese Personen aus Kunden auszusuchen. Und das ist auch der Grund, warum ich für A bin. Geschäftsmodell ist halt nicht gut. Dann sind wir uns einig, wir Aktivitäten der Inkassobüros beschränken. Sozialistinnen finden das gut, Arme finden das gut, Selbstständige finden das nicht gut, Kapitalisten finden das nicht gut. Das hier bezieht sich auf die Umfragewerte. Für uns. Ja? Okay, und dann Vorsicht, neue Situation. Ärztestreik. Tja. Da sind wir im Prinzip schon. Ja. Das ist unsere erste Runde gewesen. Und unser Defizit hat auch zugenommen. Tatsächlich, ja. Gehen wir mal kurz, ob unsere Sachen Fuß gefasst haben. Ich guck mal den Alkoholmissbrauch. Die kommunale Kriminalprävention muss erst noch greifen. Wahrscheinlich auch die Alkoholsteuer muss noch etwas greifen. Und bei den Atemwegserkrankungen Tabakkonsum, also die Steuer wird hier nicht direkt mit als Konsequenz auf. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Und bei der Kriminalität, ja, Zeugenschutzprogramm braucht auch eine Zeit. Also 12 Quartale braucht das, damit das eine Wirkung zeigt. Aber es steigt langsam mit der Zeit an. Tja, ja, und unser Defizit ist auch
gestiegen. Das heißt, wir haben jetzt ein bisschen was gespart an politischem Kapital. Wollen wir mal gucken, ob wir neue Steuern einführen können? Und die Umfragewerte können wir uns dann ja in der zweiten Hälfte unserer Amtsperiode anfangen, Gedanken zu machen. Ich bin gespannt. Ja, also ja, wir gucken müssen wir mal, was die Einnahmeseite voranbringen. Genau. Ja. Wir haben Automatisierungssteuer, wir haben, das ist Förderung von Unternehmen, das ist ja Ausgabe. Und wichtig ist hier zu gucken, voraussichtliche Einkünfte. Also wir haben hier durchaus Potenzial mit einer Automatisierungssteuer. Luxusgütersteuer ist kaum Einnahmepotenzial da. Dann haben wir eine Paketsteuer, das ist leider noch nicht übersetzt. Um die Umwelt zu schützen? Verpackungssteuer, ja. Ja. Bis zu 1 Milliarde. Plastiksteuer bis zu 1,4 Milliarden mögliche Einnahmen. Was ist das denn? Religiöse Banknoten? Keine Einnahmen. Okay. Steuer auf Freizeitdrogen. Wir haben anscheinend Drogen legalisiert. Das heißt, wir haben durchaus Potenzial, darüber auch Steuern einzunehmen. So, Steuern auf abgeführte Gewinne von Firmen bis zu 1,9 Milliarden. Steuer auf leerstehende Immobilien bis zu 600 Millionen. Strafsteuer für Großmärkte bis zu 2 Milliarden. Eine Vielfliegersteuer, 1,2 Milliarden. Und das war's. Was wir, hier sind noch ein paar Sachen, die können wir uns aber nicht leisten. Willensteuer, Akademikersteuer. Sehr schön. Gefällt dir direkt was? Nein, also es gibt so ein paar Sachen, mit denen wir so grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich bin jetzt gerade noch am Überlegen, wen betrifft was am meisten. Und auch wenn mich die Plastiksteuer und auch diese Verpackungssteuer so ein bisschen anziehen, habe ich gerade das Gefühl, das würde schon einen krassen Einschnitt bedeuten. Ja. Auch auf die Preisentwicklung und da bin ich mir gerade unsicher. Auf der anderen Seite, am Ende der Legislatur brauchst du das auch nicht mehr machen. Also wenn, dann wahrscheinlich am Anfang, einfach wenn man wiedergewählt werden möchte. Also um die Stimmung, damit die Stimmung im Land nicht kippt, wenn man zu viel davon macht. Die Steuer auf Freizeitdrogen, da sind wir auch immer super gut mit der, gefahren. Und was, glaube ich, was Leute gut finden würden, wäre die Steuer auf die leerstehenden Immobilien. Ja, tatsächlich ist Steuer auf Freizeitdrogen geschätzte Popularität ähnlich wie Steuer auf leerstehende Immobilien. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann einfach nicht so ein großes Immobilienproblem bekommen, wenn wir durch die Steuern hoffentlich dafür sorgen, dass die Immobilien eben nicht leer stehen. Hm. Vielfliegersteuer wäre noch eine Variante, das wäre noch relativ einfach. Und dann hätten wir auch gleich noch was für die Umwelt getan und das Klima. Ja. Und auch, weil es Abgase sind, wahrscheinlich für die Atemwegserkrankung. Ja. Also ich bin, also wenn ich gerade für mich so eine Reihung überlege, wäre es die Vielfliegersteuer, die Steuer auf leerstehende Immobilien und die für Freizeitdrogen. Das wären so meine Top 3. Okay, aber ja, ich würde auch mit der Vielfliegersteuer anfangen wollen, tatsächlich. Mhm. Dann sind wir, was das angeht, uns ja einig. Also jetzt die Frage, wohin? So auf Mittel 737 Millionen oder ruhig höher? Ich würde fast sagen, noch höher.
916, so eine nächste Grenze, dass, wenn wir nochmal anfassen, es weniger politisches Kapital kosten wird. Ja. Okay. Ja. Dann haben wir jetzt noch 6. Die Steuer war relativ teuer. Und ich würde gerne mal die CO2-Steuer angucken. Sehr gerne. Mit der haben wir ja auch super gute Erfahrungen gemacht in den letzten, genau. Wie sieht unser CO2-Ausstoß aus? Der CO2-Ausstoß ist schon relativ gering. Ja, ist die Frage, ob das auch ein Stück weit mit unserer Wirtschaftssituation zu tun hat. Dass, wenn wir dann die Wirtschaft anfeuern, was irgendwann kommen wird, dass wir dort möglichst früh das schon mit abschöpfen können. Ja, es gibt eine Frage an die Expertin im Chat. Da will ich auch auf jeden Fall gleich drauf eingehen, aber lass uns mal gerade noch. Ich würde die Kohlenstoffsteuer, weil wir weil eventuell das Potenzial der Einnahmen, also wir müssen irgendwie, weil wenn der CO2-Ausstoß zurückgeht, gehen uns hier die Einnahmen flöten. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, die würde ich diese Runde noch nicht anfassen, sondern eventuell etwas anfassen, was uns tatsächlich direkt Einnahmen generiert. Und da hätte ich gesagt, lass uns vielleicht sowas wie nochmal Junkfood oder tatsächlich nochmal Alkoholsteuer anfassen und erhöhen. Also Alkoholsteuer könnten wir noch weiter erhöhen. Junkfoodsteuer könnten wir auch erhöhen. Weil Junkfood, dachte ich daran, weil es einen Impact auf Gesundheit hat. Ich glaube, ich bin da eher bei Junkfood. Okay. Wo bewegen wir uns denn mal hin? So vielleicht hier so hin? Das sind nur 80 Millionen. Das ist nicht wirklich viel, aber es gibt für relativ wenig Investitionen von politischem Kapital schon auch 2-3% mehr Gesundheit. Ja, auch da so eher an diese Grenze oder höher? Ich würde es so lassen. Ich würde es so lassen. Okay. Weil ansonsten, also das käme ja. Ja, nee, das wäre mir zu krass. Egal. Okay. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wir haben noch 4 politisches Kapital. Dann hätte ich jetzt gesagt, wir sollten sowas wie Alcohol Awareness Campaign, also bewusstes Trinken und eventuell was fürs Rauchen einführen, weil ich glaube, das hat immer gut funktioniert und das wäre vielleicht, die dürften nicht viel politisches Kapital kosten. Ja, das können wir gerne machen. Ich habe vorhin auch irgendwo gesehen, dass wir wieder Aufforstung betreiben. Vielleicht könnte man das auch noch ein bisschen. Ja, tatsächlich. Wieder Aufforstung haben wir hier. Weil dann hätten wir auch die Arbeitslosigkeit mit adressiert. Also es wäre einfach relativ viel. Und es kostet relativ wenig. Wenn ich es jetzt hier mal auf diesen Betrag setze, wir haben mit, das sind 80 Millionen, die wir mehr ausgeben und 4 politisches Kapital. Tut was für die Umwelt. Direkt gegen die Atemwegserkrankungen mit einer geringen Latenz, also 4 Quartale. Arbeitslosigkeit und CO2-Ausstoß. Sollen wir das dann lieber machen, bevor ich. Also das wird mir wirklich gut gefallen. Insbesondere auch, weil wir noch die Option nach oben haben. Und wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir uns sowieso um die Arbeitslosigkeit kümmern. Und wenn wir das so ein bisschen verbinden könnten mit diesen Klima- und Umweltgeschichten, fände ich das super. Weil dann hätten wir noch so ein paar andere Sachen bis zum Krankenhaus als Problem nachhaltig. Das stimmt. Dran. Ja. Das stimmt. Okay, dann machen wir das. Alles klar. Und dann sind wir auf 0 politisches Kapital. Und dann, bevor ich nächste Runde klicke, die Frage aus dem Chat von Horst, die Frage an die Expertin. Wird es unter Schwarz-Grün eine Legalisierung geben? Nee. Das
Das kann ich, also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich schmeiß eine Runde, wenn es doch passiert. Okay. Aber nicht vorstellen. Dass das. Ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Nee. Horsti, danke für ein Schlückchen Wasser. Das habe ich direkt mal gemacht. Das ist tatsächlich Wasser mit einem kleinen Schuss Cranberry-Saft. Also was Gesundes und so. Danke, dass du Kanalpunkte ausgegeben hast. Ja, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Bin ich durchaus bei dir. Also glaube ich nicht, dass es da eine Legalisierung gibt. Machen wir nächste Runde. Gerne und ich sehe das ähnlich wie Pingo oder möchte ergänzen, der im Chat geschrieben hat, da wenn das einzige Wahlkampfthema ist. Ich glaube, dass wir wichtigere Themen haben und größere und so. Ich hoffe auf einen interessanten Bundestagswahlkampf. Scheiße, 2021. Wir haben in Sachsen-Anhalt und in einigen anderen Bundesländern ja auch noch Landtagswahlen. Das heißt, im Juni sind Landtagswahlen und dann haben wir im Herbst die Bundestagswahlen. Insofern ist viel zu tun. Ich sehe gerade im Chat Frame Drops. Das sah ich hier bei mir auch tatsächlich. Ordentlich. Sollte jetzt wieder besser sein. Aber ja, Infrastruktur. Prodigy fragt, ich frage mich immer, wovor man da Angst hat, einfach nicht das Ding der Konservativen, entlastet das nicht Gerichte und Behörden? Ich habe keine Ahnung, warum es da, ich glaube, es ist immer noch die Legende der Einstiegsdroge und diese Nummer von, ohne auf in irgendeiner Form evidenzbasierte, ich schwadroniere jetzt einfach mal als Nicht-Politikwissenschaftler, korrigiere mich gerne, Romy, einfach so zu sagen, ja, ist eine Einstiegsdroge und wir müssen eine harte Hand gegen Drogen machen. Da gibt es ein schönes Bild, ich glaube, es war sogar vom Postillon oder ich weiß es nicht, irgendwie gefaked irgendwie so für München, ne? Also für ein drogenfreies Starkbierfest. Das fasst die Sache ganz gut zusammen. Drogenfrei ist total super, wenn Alkohol und Tabak keine Drogen sind. Und wir wollen harte Hand gegen Drogen, auch wenn die Wissenschaft sagt, dass das nicht zwangsläufig was bringt, sondern eher Menschen kriminalisiert. Ich glaube, das ist nicht zwangsläufig ein Thema von also vielleicht schon konservativ, aber also für meine Interpretation ist es halt so, ja, da wird ordentlich was getan. Ich stempel das jetzt mal unter Symbolpolitik ab. Bin ich damit auf dem Holzweg, Romy? Oder wie würdest du das beurteilen wollen? Also ich kann Guten Abend. Ich kann da gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Also, weil ich mir nicht sicher bin, wann wir das letzte Mal eine tatsächlich inhaltliche Debatte darüber geführt hätten. Also wirklich auf eine ganz klassische politische inhaltliche Debatte. Man hat ein Problem, man diskutiert den Status quo, guckt sich an, was die Studien sagen und entscheidet dann. Und mal gucken, was die Studien sagen. Wahrscheinlich gibt es auch da unterschiedliche Ergebnisse mit unterschiedlichen Personengruppen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Aber da muss man halt drüber reden. Das ist Politik. Und insofern, ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich schon mal, also ich bin jetzt nicht so alt, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, da wirklich mal eine ernsthafte Auseinandersetzung auch zwischen unterschiedlichen Parteienvertretern
gehört zu haben, die sich inhaltlich damit auseinandersetzen. Das ist eine wunderschöne Brücke. Ich will jetzt nicht die Diskussion darüber in irgendeiner Form abwürgen, aber das, was wir jetzt als Dilemma haben, immer da, wo ein Fragezeichen im Spiel dabei steht, wenn wir ein Quartal abschließen, ist auch wieder so ein Ding. Was gab es da mal eine inhaltliche Debatte? Es ist ein Strohmann-Argument, möchte ich sagen. Das immer mal wieder kommt. Hier sehe ich gerade Gewalt in Videospielen. Ich kann mir schon vorstellen, was sich dahinter verbirgt. Ich weiß nicht. Also wollen wir an dieser Stelle einfach mal weitermachen? Wir haben den Romy. Ja. Machen wir. Alles klar. Wir haben den Ärztestreik, der sich manifestiert hat jetzt. Also Gesundheitsprobleme werden mehr. Der kostet uns auch Gott sei Dank nicht so viel, aber trotzdem, es hat einen krassen Impact auf Gesundheit und auf die Umfragewerte bei Eltern. Auf Gesundheit massiv. Ich glaube, wir müssen sehr Einnahmen hochschrauben. Und jetzt haben wir das Dilemma, Gewalt in Videospielen. Die Presse hat Bedenken über die Auswirkungen geäußert, die gewaltvolle Videospiele auf die Jugend unseres Landes haben sollen. Manche dieser Spiele werden als Mordsimulatoren betitelt und es wurden Zusammenhänge zwischen den Videospielen und Gewaltverbrechen aufgezeigt. Es wurde vorgeschlagen, bestimmte Games zu verbieten und den Verkauf anderer auf die über 18-Jährigen zu beschränken. Da haben wir drei Auswahlmöglichkeiten. Situation unverändert lassen. Es gibt kaum handfeste Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen Videospielen und Gewalt. Es kann sogar sein, dass sie als Katharsis fungieren und junge Menschen somit von Gewalttaten abhalten. Dies ist eine vorhersehbare Antwort von Leuten, die eine simple Lösung für die Gewalt in der Gesellschaft suchen. Gewalt, die bereits lange vor dem ersten Videospiel existierte. Games zensieren. Es mag vielleicht keinen direkten Zusammenhang geben. Aber man muss nicht viele dieser Games spielen, um zu verstehen, dass sich der Einfluss auf beeindruckbare junge Menschen negativ auf die Gesellschaft auswirkt. Videospiele sind ein interaktives Medium und haben demzufolge höchstwahrscheinlich eine viel direktere Wirkung auf leicht zu beeindruckende Personen als passive Unterhaltung wie Bücher, Fernsehen oder Filme. Wir müssen etwas unternehmen oder Warnhinweise einführen. Mit einem Verbot würden wir zu weit gehen, aber es ist wichtig, den Eltern die Informationen an die Hand zu geben, mit denen sie beurteilen können, wie geeignet ein Spiel für ihre Kinder ist. Ein System mit Warnhinweisen bezüglich des Inhalts auf der Verpackung der Games oder auf Websites, die Games verkaufen, sollte ausreichen. Es ist nach meiner Meinung, ich habe da sehr starke Überzeugungen, was dieses Thema angeht. Und ich wäre hier, ohne die nochmal aufrollen zu wollen, ich wäre hier für Warnhinweise einführen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, den Eltern eine Orientierung geben, die hoffentlich alle immer dabei sind, dass sie den Medienkonsum ihrer Kinder überwachen. Ich würde die Situation nicht total unverändert lassen. Ich stimme aber der Argumentation in dem Absatz zu. Dies ist eine vorhersehbare Antwort von Leuten, die eine simple Lösung für die Gewalt in der Gesellschaft suchen. Hm. Ja, Polly, die schreibt doch gerade im Chat, das ist ein Thema wie geschaffen für Twitch. Und, ja! Was ich grundsätzlich ganz interessant finde an diesem Politikvorschlag, dass er ja ein Stück weit auch die Realität der Distributionswege von Videospielen ignoriert. Also das funktioniert, egal ob wir über Zensur reden oder über Warnhinweise, funktioniert ja eigentlich nur noch in diesem alten System von, ich gehe in einen Laden und kaufe eine CD, wo dann das Spiel drauf ist und dann lege ich die irgendwo ein und dann gehe ich damit los. Aber die Möglichkeiten, die ich natürlich habe, wenn ich auf Steam Spiele runterlade, das sind ja auch nochmal andere. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob die Gesetzgebung an der Stelle spätestens mit Zensur helfen würde. Also da müsste man auch einfach anders diese Distributionskanäle adressieren. Und wenn ich aber nur wenn ich aber nur die Wahl aus den dreien habe, dann bin ich auch bei dir. Dann sind es, wenn dann die Warnhinweise. Ich finde, das ist schon okay. Ich kann nachvollziehen, wenn Eltern von 8-, 9-jährigen Kindern irgendwie
nicht wollen, dass ihre Kinder bestimmte Spiele spielen. Das kann ich nachvollziehen. Und die haben aber durch einen Warnhinweis die Möglichkeit. Ich glaube aber trotzdem, dass so ein Politikvorschlag zu kurz greift. Und was er auch nicht adressiert, wenn man schon auf Gewaltverherrlichung und Radikalisierung und sowas argumentiert, dann müsste man außerdem auch noch dieses Spieleumfeld, also die Kommunikation von Spielenden untereinander, auch noch mal mit einbeziehen. Ja, oh Gott. Also das eine ist ja, man sitzt alleine zu Hause und zockt, und das andere sind die Menschen, die man noch im Ohr hat oder mit denen man im Chat ist. Und da kann man, so wie wir, super Glück haben, und da sind super spannende Leute, die irgendwie jede Woche dabei sind und noch coole Fragen stellen und wir dann irgendwie nachts um eins noch drüber diskutieren. Oder man kann halt Pech haben oder vielleicht mit den Sachen, die man macht, Leute anziehen, die halt irgendwie ganz anders drauf sind. Und ja, oder also auch, man kann es für sich alleine spielen und dann in Gruppen, das ist ja auch tatsächlich ein Problem bei Steam, dass es da, dass da alleine schon die Titel von manchen Gruppen ganz eindeutig gewaltverherrlichende Konnotationen haben und dass sich dort verabredet wird, außerhalb von Spielekontexten und solche Sachen gemacht werden. Das ist nochmal ein Beweis und es gibt ein Aspekt und es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, aber das wollte ich nur kurz einwerfen, bevor ich den auch noch bringe. Horsti, danke, dass du nochmal den Hinweis gibst, dass es auch eine Familienoption bei Steam gibt. Danke. Und das ist, glaube ich, wichtig für alle, die es danach wieder online sehen, und dann steht das so, dass es das nicht gibt. Der erste Satz stört mich, weil die Presse sagt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Aber ich grundsätzlich glaube ich, greift dieser Vorschlag zu kurz und adressiert ganz, ganz viele andere Felder, die eigentlich wichtig wären, wenn man tatsächlich über Prävention redet. Das ist ja Jugendschutz und der Präventionsgedanke dahinter. Und wenn man das ernst meint, müsste man das anders beschreiben. Allerdings haben augenscheinlich, ist das hier nicht so. Und da wir das nicht ändern können, bleiben uns ja nur die drei Optionen. Und insofern zu kurz gegriffen, aber so what, dann sind es halt Warnhinweise. Genau, Warnhinweise. Und bevor ich darauf klicke, will ich noch einen anderen Aspekt in diese Runde werfen. Und ich glaube, das wäre mit der Thematik tatsächlich nicht direkt damit zu tun, aber wenn es schon darum geht, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir Videospiele in irgendeiner Weise regulieren, dann sollte der Aspekt der Sucht definitiv mit aufgenommen werden. Nämlich die Glücksspielvarianten bzw. Glücksspielmechanismen bei ganz, ganz vielen Spielen, zum Beispiel Brawl Stars. Ich weiß, ich habe einen Neffen, der mit 10 Jahren schon mal so eine Aussage gegeben hat, mit 10 Jahren. Bitte nehmt mir das weg. Ich merke, dass ich selbst nicht aufhören kann. So ein großes Leid und so eine Selbstreflexion mit 10 Jahren finde ich beeindruckend, aber da gibt es Mechaniken, wenn man sich da ein bisschen hineinarbeitet, was es an Glücksspielsachen gibt, was klare Glücksspielmechanismen sind, und das ist, das wird langsam erst angefangen, dass das in Gesetzen mitreguliert wird. Und das ist, finde ich, in demselben Themenkomplex. Wenn wir hier Warnhinweise, dann sollten da Warnhinweise auch mit reingehen. Und es sollte eine Regelung geben, wie solche Mechaniken rausgenommen werden würden. Ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt gerade Freunde oder Feinde im Chat gemacht habe. Fortnite ist auch genau so ein Ding. Ja. Okay, Warnhinweise einführen. Genau, und 015 Prodigy hat auch noch geschrieben, inwieweit das auch zur Medienkompetenz gehört. Definitiv, das ist eine Sache, da müssen wir ran. Aber da geht es nicht nur um die Medienkompetenz von den Kids, die hier irgendwie beschützt werden sollen. Da geht es genauso um die Medienkompetenz von denjenigen, die über diese Politikinhalte entscheiden. Weil die müssen es verstehen, damit sie richtige Entscheidungen treffen. Insofern, glaube ich, muss man das ein bisschen größer denken und es nicht nur im Sinne von Bildung verstehen. Ja, und ich will auch noch mal kurz darauf eingehen, was Pingu gerade im Chat geschrieben hat. Aber es ist doch auch eine Sache der Erziehung und Überprüfung der Eltern, was die Kinder spielen. Wenn die Eltern das zulassen, ist doch nicht die Spielebranche schuld dafür.
Das ist mir ein bisschen zu kurz gedacht. Weil wenn ich dann wieder in den Schulkontext reingucke und da sowas, und dabei, weil ich habe jetzt auch vor der Pandemie auch in Schulen gearbeitet, so im Bereich erster qualifizierender Abschluss, was früher Hauptschule war und so. Du hast so Situationen in der 6. oder 7. Klasse, wenn du nicht Fortnite spielst damals oder jetzt Brawl Stars, dann bist du halt raus. Das ist das, was ich noch aus der Schule kenne, bestimmte Markenklamotte, die du brauchtest. Aber wenn du ein bestimmtes Spiel nicht spielst, bist du raus. Wenn, also es muss eine auf, ich fände es gut, dass Glücksspielmechaniken reguliert sind. Ich sag gar nicht, dass die Branche sich zu irgendetwas verpflichten muss oder die Branche schuld ist an allem. Ich würde jetzt erstmal sagen, die wollen Gewinnmaximierung betreiben und das tun sie auf dem Rücken von Schutzbefohlenen. Und da fände ich eine Gesetzgebung richtig und wichtig, die Dinge wie Lootboxes, die man kaufen kann, und all solche Sachen, die mit direkt Glücksspielmechaniken basieren, dass man die verbietet für sowas oder eine hohe Hürde einführt. Und da ist es halt so bei den Eltern, selbst wenn die Eltern sehr, sehr medienaffin sind und sich damit auskennen, ist es halt so, ja, bevor er ein Außenseiter wird oder sie, dann lassen wir das doch lieber spielen. Das ist halt eine Problematik, weswegen ich sagte, das ist ein bisschen kurz gegriffen. Jetzt hier Rant off. Also. Ich will das an der Stelle aber doch nochmal erweitern oder ergänzen, dass er. Ja, okay, mach. Also das eine ist ja die politische Debatte, da haben wir jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, irgendwie in welche Richtung das gehen kann. Und das andere ist natürlich diese Frage, wie viel Freiheit und wie viel staatlicher Eingriff. Die gleiche Debatte hatten wir vorhin auch schon mal, nur bei einem anderen Thema. Also es sind wieder diese beiden Elemente, wie viel Freiheit in dem Fall für die Wirtschaft oder für das Individuum zu entscheiden, ich will dieses Spiel aber spielen, oder der staatliche Eingriff, der regulierend sagt, ja, du kannst es gerne spielen, aber werd erst mal 16 oder werd erst mal 18. So. Mhm. Insofern ist das von dieser Grundannahme her relativ ähnlich. Was ganz interessant ist, und das ist das, was ich jetzt auch gerade so im Chat mit sehe, ist auf der einen Seite klar der soziale Druck, den du jetzt auch beschrieben hast. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeiten oder die Grenzen des Eingriffs der Eltern. Also wie oft müssen denn Eltern neben ihren Kindern in deren Zimmer stehen? Also wie sollen die das denn kontrollieren? Und gleichzeitig versuchen ja Eltern auch ein Vertrauensverhältnis mit ihren Kindern aufzubauen. Also ich bin mir nicht sicher, ob Eltern das können bei dieser Komplexität. Ich meine, die Kids können irgendwie ja mit allen möglichen Endgeräten, die sie dank Homeschooling ja inzwischen irgendwie in Teilen auch selber haben und selber bedienen können, das ist halt ihr Tablet im Zweifelsfall, wie die das noch regulieren, also wie die das kontrollieren sollten, die haben auch noch andere Sachen zu tun, und insofern bin ich auch wieder an dem Punkt, da müsste halt der Staat zumindest einen groben Rahmen setzen. Es geht nicht darum, die Branche einzuschränken, großartig, sondern einfach nur einen Rahmen zu setzen, wer hat Zugriff darauf. Solange das Interesse an einem Produkt besteht, wird es immer Leute geben, die dieses Produkt nutzen. Pingu sagt noch, ja klar ist auch das, was die Eltern vorleben. Ja, logisch. Also das wie in allen Bereichen des Lebens. Klar, hast du recht. Da sind wir wieder bei Sozialisation, bei Haltung. Oder wie Pasek, glaube ich, was, der geschrieben hat, naja, manchmal gibt es dann halt auch als Entwickler die moralischen Konflikte. Und die muss man halt aushalten, dann als Erwachsener auch. Und da kann man das hoffentlich auch. Ja. Oh, hier ist ein Feuerwerk im Chat. So, Gewalt in Videospielen. Wir haben uns für Warnhinweise entschieden. Die Eltern finden es gut, die Jugend nicht so. Kommen wir mit klar.